Scheiße. Und gegen die müssen wir kämpfen, ja. Ist auch wieder ein schwerer Gegner. Wobei, wir müssen aufpassen. Ja, kniffliger Gegner. Nicht ein Ziel, sondern zwei Ziele. Nabelschnur zählt mit. Das heißt, wir müssen das um die Nabelschnur kümmern, weil die heilt den Fötus ständig. Der greift uns an, zieht uns Leben und gibt dem Fötus das, die Heilung. Hab das schon mal durchgespielt, deshalb weiß ich das. Ich hab den immer verkackt, den Fight, weil ich immer gegen das Baby gekämpft hab. Und den Schwarzfall, also ich nur Nabelschnur völlig vergessen hab. Sehen wir so und sich selbst Leben gegeben. Gut. Gut. That was the most perfect throw I've ever seen. DJ. Keine Angst, das habe ich einkalkuliert. Ich habe das einkalkuliert, weil jetzt kommt da das erste Mal nutze ich halt wieder den Belebungstrank. Und durch meinen Vorteil hat er wieder volles Leben. Und jetzt kommt Magie. Magie ist immer Magie. Gut. Oh nein, war zu spät. Fuck, fuck, fuck. I got your back, yo. Egal. Auch wenn ich verkackt hab, scheiß drauf. Nabelschnur ist weg. Ich kann's ja nochmal machen. Ah, oh, scheiß Kotze. I'm hurt pretty bad. Beruhig dich! Also, ich weiß echt nicht, was die Chloe da gegessen hat, ey, dass sie so ein Kind bekommen hat. Das ist so ein Fötus. Vorzattacke, jetzt mach ich's richtig. Granate! Body hot, body hot. Genau so dachte ich es mir. Explosion. There you go, Al. Just be dead. Und gut. Jetzt hätte ich mir wieder aus. Sicherheit. Kurz heilen. Da, hat's überlebt. Gut, dass ich das nochmal geheilt habe.
Die Klo hat echt Probleme, ey. I'm beginning to think there's something wrong with you, douchebag. Das ist wie ein Unfall, man kann nicht weggucken. Hey, hey, lebst du? Hallo? Hey, du? Okay, ich glaube, sie schläft. Ihr habt es geschafft und dabei nochmal in der Doktorklamotte. Also, ich muss sagen, wäre ganz schön krass. Ja, die Musik. Da, 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 da. Oh Gott. Der Laden schon ist am Arsch. Why hasn't the PTA done something about these zombies? Am Arsch. Das erregt ganz schön meinen Unmut. Scheiße! Na komm, mach die auch noch fertig. Ach, hier ist das Gebäude wieder repariert. Ne, mit dem und hier. Ich hatte eben noch die Fassade kaputt, aber jetzt hier alles wieder okay. Vielleicht schon einen Fehler gefunden. Ach du Liebe! Auch das erregt meinen Unmut. By the hammer of bitters! Ouch! Well, I'm sorry. DJ! Mein Unleben! Ah, man muss den Film mal schlagen. Scheiß Nazi. Stirb! Scheiße! Ich sagte, stirb! Danke! You gave it your best shot, and that's all Jesus asks of you. Jawohl! Jawohl! Scheiße! Mein Gott! Butz! Yay, alle Naziringe! Okay, Annie, wir kommen gleich zu dir. I used to be sad, but I... Naja, Jesus in der Kirche, bla bla bla, Fötus. That's a nice collection of Nazi rings you got there. Well done, Junior Detective. Hey, wir sind Junior Detective. Viel besser als Junior Algorian, ey. Oh, halt mal bloß auf damit, ey. Ist doch viel traumatischer, als die Eltern beim Sex zu beobachten, ey. The girls want to thank you for your help. We can go see them again whenever you're ready. All right, okay, then, let's go. Dann ist noch ein letztes Mal. Blah. New kid, the girls are very thankful for you texting us the abortion records. We are one step away from finding out which girl among us is a two-faced bitch. Unfortunately, the record keeper at the abortion clinic is from Paris, and so everything is written in French. Whoever this two-faced skank is thinks she can outsmart us. We want to help you and the boys play your game, but we just can't have a two-faced bitch out there on the loose. Just get these documents translated for us, and we promise we will join your army. Sparkle! Sunshine! Schönen Tag. Okay. Wird Zeit für ein Umstyling, bevor ich zu den Jungs gehe. Oh, da kommt auch noch rein. Geiler Stoff. What can I do for you, new kid? Habe ich echt die geilsten Waffen. Aha! Endlich habe ich die geilsten Waffen. Ich habe jetzt schon die geilsten Waffen. Schnell!
Yo, dog. Can't I just go right back home after the flight so I don't get grounded? Mein Unleben! Yeah! Kurzer Prozess wird der hier gemacht. Commander Douchebag, you were supposed to recruit the girls. What's the delay? What's this? Council, gather round! This must be something the new kid needs our help with. Sank fams ont sobi unan vartum. What language is that? It's some kind of strange orcish. I've seen this language before. In the kingdom to the north. Oh, the kingdom to the north? Whatever's written on these documents is somehow the key to us recruiting the girls to our army. Is that what you're trying to tell us, new kid? Yep. Come on, spit it out. Yep. Getting that document translated isn't going to be easy. To breach the kingdom to the north, you'll have to assume another identity. Your name is no longer Commander Douchebag. It is now Larry Babinski from Cleveland. The quickest way to the kingdom to the north is through the Lost Forest. Head north, then north again, north, and then north. You better get a real passport photo first, or you won't make it past border control. Okay. Leute. Wir werden bald nach Kanada gehen. Canada. A home and native land. Guck mich nicht so an. Sonst schlag ich dir in die Fresse. Also, das wird jetzt krass. I guess this means we're friends for now, but I still don't like you, new kid. Ja, wir sind Freunde. Kenny. Oh ja. Das waren die Worte des Abschieds. Fick dich. So, machen wir ein Foto. Machen jetzt ein Foto. Foto. Hi, here to get your passport photo taken? Just head into the room there and we'll get started. Okay. Ich soll mal ein geiles Foto von mir machen. Step between the lights, please. Oh, was können wir da hinten? Können wir noch looten? Step between the lights, please. That's great. Okay, smile. Do you have anything else you could wear? Could you try something else on? Ooh, sieht mich noch so aus. No. Tell you what, how about just no shirt at all? Let's try that. Okay. Ich meine, es ist ein Fotograf, er weiß, was er macht. Yeah, that's gonna work better. Here we go. Oh, those pants don't work with the lighting. Could you roll up your pants? Or, you know what, just take the pants off, too. Okay, ich vertraue ihm. Okay, that's good. Really nice. Yes, very nice. How about we lose the underwear? You sick son of a bitch! Stop him! You'll never take me alive! Well, what are we waiting for? Kranke Schwein. Ah, ein ganz normaler Pädophiler. Sag, du kannst, sag Hallo zu meiner fehlenden Armbrust. At first. Let me take a mana pack. Nun sag Hallo zu der fehlenden Armbrust. Furzattacke! By the hammer of Venus! Oh, I'm sorry. Ein der letzten Angriff. Oh, geil. Das ist eine Attacke. Fotos machen. The new kid's screwing around again. Kommt die Exekution. Tell my wife, I wasn't that into her. Oh, boy! Alles klar, sagen wir. Wow, good job, kid. You're quite the fighter. All right, let's get this over with. Say cheese. Cheese. Congrats, kid. You have your first passport. Cool.
Congrats, kid. You have your first passport. Ja. Gangstermucke. Würde ich sagen, das war's jetzt mit der Aufnahme natürlich. Wir werden jetzt in der nächsten Aufnahme werde ich nach Kanada reisen. Und es wird voll die epische Reise. Also Leute, bis dahin. Mother, mother. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Wir werden Kanada rocken. Mhm. Kanada wird geil. Ich weiß es jetzt schon. Dach, da sind wir wieder. So, ihr fragt euch bestimmt sicherlich, warum ist der Typ wieder da? Ich wollte noch etwas ausprobieren. So, ich muss hier vorbei. Danke. Ich wollte vorher noch was ausprobieren. Bevor ich das Foto jetzt nochmal mache. Also ich habe es ja schon gemacht, aber ich will es gerne noch einmal machen. Mit einer Änderung. Ich glaube, das sieht man zwar nicht, diese Änderung. Aber. You're the new kid I've been hearing about. Ja, bin ich. Ich wollte es einfach mal. Wir fahren jetzt nach Kanada und dann müssen wir einen guten Eindruck machen, ne? Back again, I see. Und deswegen. Ja. Oh yes, that would look great on you. Alright, go on through. Door to your right. Deswegen, es muss sein. Jetzt darf ich nach Kanada fahren. Hi, I'm Dr. Tom. Understand you're wanting some work done. Just have a seat right here. All right, just relax. This won't hurt a bit until I start, at which point it will hurt immensely. Here we go. Oh, that looks nice. Big improvement. Come back if you ever need any more work done. Gee, I wish I could get some rhinoplasty too. Wir sind auch David Hasselhoff. Hi, ich bin David. Ah! Oh, eine neue Nachricht. Und das ist jetzt einfach unser Bild. Es ist einfach geil. Verdammt, Kleiner, du bist eine tickende Zeitbombe. Total unvorhersehbar. Du hast dich da draußen fast selbst umgebracht. Ich wünschte, ich hätte 10 weitere Männer wie dich. Das war ein höllischer Job. Na, danke auch so. So. Das ist einfach David Hasselhoff. No way, it's the Hoff! Ja, es ist der Hoff! Ah. Jetzt haben wir zwar kaum noch Geld, aber ist ja egal. So, jetzt machen wir gerade noch die Fotosession, die werde ich vielleicht wieder ein bisschen Hi, kürzen. Here to get your passport photo taken? Ja. Just head into the room there and we'll get started. Ich werde hier und da ein bisschen was kürzen, aber ist ja nicht so schwer. Ne? Could you try something else on? Oh. You know what, just take the pants off too. Aber mit dem Kopf, das ist so, das sieht ein bisschen falsch aus. Okay, that's good. Really nice. Yes, very nice. How about we lose the underwear? You sick son of a bitch! Stop him! You'll never take me alive! Wow, good job, kid. You're quite the fighter. All right, let's get this over with. Say cheese. Cheese. Congrats, kid. You have your first passport. Yeah. So, und ich würde sagen, das packe ich jetzt einfach in die Folge von, also in die Folge, die ich noch schneide. Das ist nämlich der Rest jetzt von der Aufnahmesession. Das war, glaube ich, jetzt irgendwie 16 Minuten. Das packe ich jetzt einfach, was ich jetzt hier gemacht habe, noch drauf. Und dann in der nächsten Folge dann direkt Kanada. Und natürlich angezogen, ne? Also. Oh, Kanada. A home and native land for the Hoff, for the Hoff. So. Weiß nicht, ob ich das reinschneide. Tja, jetzt habe ich es wohl doch reingeschnitten. Und endlich ist es soweit. Die epische Reise nach Kanada steht kurz bevor. Was für Abenteuer erwarten dort unseren Helden? Wird Duschbeck Hasselhoff es schaffen, die Dokumente übersetzen zu lassen und die Unterstützung der Mädchen gewinnen?
Das und vieles mehr seht ihr vielleicht in der nächsten Folge von South Park The Stick of Truth in der Canada Edition. Falls euch diese Folge gefallen hat, schreibt es doch bitte in die Kommentare oder liked das Video. Lasst es bleiben, falls nicht, oder schreibt vernünftige Kritik. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut!